Hallo, heute stelle ich euch den Laundry Ball vor. Es handelt sich hierbei um eine Waschkugel, die mit Keramikperlen gefüllt ist und in der Waschmaschine dafür sorgen soll, dass man kein Waschmittel mehr braucht. Diese Waschkugel hier hat sogar Zitronenduft mit dabei. So sieht sie aus. Anleitung ist leider keine dabei. Riecht jedenfalls schon mal kräftig nach Zitrone. Dann positionieren wir mal die Waschkugel in der Waschtrommel und starten das Waschprogramm ohne Waschmittel, ohne Weichspüler. So, die Wäsche ist nun fertig. Was fällt auf? Die Kugel macht keine Geräusche in der Waschmaschine. Hier haben wir wieder den Ball. Die Wäsche hat einen leichten Zitronenduft. Ja, dann sehe ich schon, so ganz sauber wird es nicht. Flecken bleiben drin. Tja, nun mein Fazit zu dem Waschball. Fleckige Wäsche wird damit nicht sauber. Man muss dazu vorher die Flecken mit Fleckenentferner selber behandeln. Dazu gibt es zu diesem Waschball auch keine deutschsprachige Anleitung. Alle Angaben sind nur auf Englisch und eben auf den Karton vermerkt. Der Zitronenduft soll natürlich das Gefühl von saubere Wäsche vermitteln. Aber wie gesagt, wenn man eben zusätzlich schon Fleckenentferner die Wäsche behandeln muss, sehe ich hier wirklich den Nutzen nicht so gut. Aber wenn man sich mal mehr damit befasst, kann man auch nachlesen, dass man eben diesen Ball zusätzlich mit Waschmittel benutzen kann. Und man dafür aber dann weniger Waschmittel braucht, wenn man diesen Ball mit einsetzt. Gut ist an dem Ball, er macht zum Beispiel keine Geräusche in der Waschmaschine. Ich hätte gedacht, dass man irgendwie das Scheppern der Murmeln hört. Dazu natürlich macht er auch keinen Seifenschaum. Es schäumt also die Wäsche auch nicht. Sie riecht aber nach dem Waschen eben leicht nach Zitrone. Ist vielleicht gut für Wäsche von dunklen Materialien, aber wer eben richtige, saubere Wäsche braucht, der ist mit diesem Ball nicht gut bedient. Von mir gibt es deshalb 3 Sterne.